Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Licht ist jetzt schon ein bisschen schlechter. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Es ist einfach Spätherbst und ja, es wird wirklich ziemlich schnell dunkel momentan. Heute geht es mal wieder um Piercings und zwar um mein Conch-Piercing. Ihr habt es schon mitbekommen, zumindest die, die mir auf Instagram folgen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann holt es doch sehr gerne nach, wenn ihr das wollt. Und da ich euch ja über meine bisherigen Piercings auch weitestgehend aufgeklärt habe, dachte ich mir, ich mache auch heute mal ein Video zum Conch-Piercing und erzähle euch, wie das so war, wie das Stechen war. Und wie es sich jetzt gerade so verhält. Also die letzten Jahre hat sich das ein bisschen entwickelt, dass ich gesagt habe, ein Conch-Piercing wäre ganz cool, vor allem weil ich ja an diesem Ohr auch das Forward-Helix hatte, was ich ja rausgemacht habe, rausnehmen musste, wie auch immer. Und dann zum August hat der Wildcat Store in Köln eröffnet. Die haben das auf Instagram angekündigt und so habe ich das eben auch mitbekommen. Diese Eröffnung sollte eben am 1.8. stattfinden. Ich habe gesagt, ja, ich habe Bock, ich gehe da hin. Ich kenne ja auch einige Leute von Wildcat, da ich ja selber mal bei EMP gearbeitet habe und die quasi Nachbarsläden waren, also im gleichen Gebäude und so. Und ja, deswegen habe ich gesagt, ja, ich gehe da hin. Habe dann auch direkt der Ines geschrieben. Habe so gesagt, yo, ich würde mich gerne dann piercen lassen. Wer ist denn dann von euch da? Wer pierst mich denn dann? Und sie so, ja, ich. Ich so, ah, perfekt, besser geht's nicht. Und ja, dann wurde ich quasi auch noch so ein bisschen da als Influencerin eingeladen, auf diese Eröffnung dann eben zu kommen. Also es war eine Wildcat-Eröffnung und gleichzeitig hat das Tattoo-Studio oben drüber eröffnet. Und ja, die haben dann gesagt, yo, komm doch einfach. Und das habe ich dann getan. Habe dann erst natürlich diesen Zettel ausgefüllt mit meinen Daten und blibablub. Wegen Corona sowieso, ne, im Laden Maske getragen und so. Und dann ging es zum Piercen. Den klassischen Piercing-Vorgang kennen ja, glaube ich, die meisten. Also ne, eine Kanüle, die wurde mir dann eben durchs Ohr gestochen. Dann wird ja der Schmuck eingesetzt und das tut normalerweise dann auch nochmal ein bisschen weh. Wir haben halt währenddessen die ganze Zeit geredet. Und ich muss sagen, wir haben halt die ganze Zeit geredet. Und irgendwann meinte Ines so, ja, ich mache einfach, ne. Und ich so, ja, mach. Und so, dieses Stechen an sich war auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Schlimmste ist, eine 3. Also wirklich. Und ich hatte mega Angst. Also ich hatte eigentlich nicht mega Angst, aber ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil ich von vielen vorher gehört habe, ey, Conch war mega schmerzhaft, das tut richtig weh und so. Und ich so, okay, wird wahrscheinlich nicht so geil. Ja, aber wie gesagt, also dieser Stich selber war eine 3 und das Schmuck einsetzen danach, was normalerweise echt nochmal gut wehtut, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Also wirklich null. Habe ich gar nicht mitbekommen, so dass es passiert ist. Also das war richtig easy und danach hat es halt direkt gar nicht mehr wehgetan. Ich habe es dann auch erstmal natürlich nicht angefasst und so. Ja, also das ist das, was ich zum Vorgang an sich sagen kann. Natürlich vorher wurde das Ohr desinfiziert. Das sind, glaube ich, Sachen, die muss man auch nicht mehr großartig dazu erzählen, weil man weiß, dass eine Stelle, durch die gleich eine Nadel gestochen wird, desinfiziert wird vorher. Ich zeige euch das gleich mal von Namen. Also ich habe einen goldenen Ersteinsatz, eine Kugel, die ist 3 mm vom Durchmesser, weil ich an dem Tag komplett in Gold meine ganzen Piercings hatte. Jetzt mittlerweile habe ich ja wieder größtenteils Silber drin, außer bei meinem Helix, weil das irgendwie, ja, das sieht man eh nicht so oft. Ich habe es allerdings so stechen lassen, dass ich auch hinterher einen Ring einsetzen könnte, also der dann hier so rumgeht quasi einmal ums Ohr. Das wäre natürlich auch noch ganz cool. Genau, ich habe es, wie gesagt, seit dem 1.8. Die ersten 3 Wochen, würde ich sagen, habe ich es zweimal am Tag desinfiziert mit, was habe ich genommen? H2 Ocean, genau, H2 Ocean ist auch super, würde ich jedem empfehlen. Gibt Wildcat normalerweise standardmäßig auch dazu, wenn man sich da piercen lässt. Nochmal ein kleiner Tipp, gerade bei Ohrknorpel verwendet kein Octenisept. Octenisept sollte man sowieso nicht länger als 1 bis 2 Wochen verwenden, weil das sehr austrocknet. Aber für Knorpel ist Octenisept gar nicht gedacht. Also bitte nicht mit Octenisept und euren Ohrknorpel oder auch Nase. Macht das nicht. Nach diesen 3 Wochen habe ich dann immer so ein bisschen sporadisch noch desinfiziert, wann ich halt dachte, dass das irgendwie nötig ist. Und so mache ich das bis jetzt auch immer noch. Ich habe das Piercing jetzt, es ist jetzt Anfang November und jetzt ist November. Also ja, es ist jetzt der 4. Monat quasi, wo ich dieses Piercing besitze. Und gerade bei Ohrknorpel-Piercings ist es ja nun mal so, dass sie einfach sehr lange brauchen, um abzuheilen. Also man sagt so zwischen 4 bis 12 Monate, bis die wirklich vollständig abgeheilt sind. Ich werde das jetzt auch nicht wechseln vor Januar, Februar oder so. Bis dahin bleibt das erstmal alles, wie es ist. Und ja, damit ich halt sicher gehen kann, dass ich nicht den Stichkanal wieder aufreiße beim Wechseln oder so. Und ich werde damit dann auch zum Piercer gehen, sofern das möglich ist.
danke Corona mal wieder. Bis jetzt ist es sehr gut abgeheilt, ich kann es bewegen, es tut nicht mehr weh. Klar, wenn ich irgendwie, also das ist mir aufgefallen, vielleicht gerade für die Mädels relevant, wenn man sich irgendwie, wenn man sich jetzt, also jetzt während Corona jetzt nicht ganz so relevant, aber wenn man sich irgendwie trifft und sich dann umarmt und vielleicht auch ein bisschen freudiger und dann mit dem Ohr so gegen den Kopf von einem anderen knallt, dann tut das ziemlich weh. Also da hatte ich schon ein paar Mal unangenehme Begegnungen, dass ich dann dachte, hätte ich mal drauf geachtet vorher. Aber ansonsten wirklich ziemlich unproblematisch, wie ich das jetzt erlebt habe. Ich bin mit meinen Haaren noch nicht oft dran hängen geblieben. Ich hatte ein Shooting kurze Zeit später für EMP, lustigerweise, wo dann eben eine Make-up-Artistin meine Haare gemacht hat und die ist dann einmal hängen geblieben, aber da habe ich dann halt auch gesagt, oh sorry, warte mal ganz kurz. Ja, und dann ging das auch. Also ich habe auch einmal seitdem meine Haare gefärbt, das war auch gar kein Problem. Also ja, einfach sehr unproblematisch auf jeden Fall und nur die Abheilzeit dauert halt ein bisschen länger und bis das abgeheilt ist, werde ich es eben nicht wechseln und werde mir auch kein neues Piercing stechen lassen. Meine Mutter atmet an dieser Stelle auf. Was kann ich euch noch sagen? Preis? Ich glaube normalerweise bei 59 Euro bei Wildcat. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, weil ich das Piercing gratis bekommen habe, da ich ja eingeladen war quasi auf diese Eröffnung als Influencer und die dann gesagt haben, wir stechen dir das gratis, wenn du halt Werbung machst. Ja, deswegen keine Ahnung, aber ich glaube, es müsste so bei um die 59 Euro liegen mit, also inklusive Schmuck und Desinfektionsmittel. Und ansonsten folgt der Ines und auch dem Wildcat Store Köln gerne mal auf Instagram. Ich würde immer wieder zu Ines gehen oder zum Wildcat Store, jetzt auch gerade in Köln würde ich immer wieder gehen. Die Kollegen in Essen sind allerdings auch sehr kompetent, die kenne ich ja noch ein bisschen besser. Und ja, ich werde für mein nächstes Piercing auch wieder dorthin gehen. Das war, denke ich, alles, was ich euch dazu erzählen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und ich versuche die dann so gut es geht zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder.